Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Paragraph 219a verhindert, dass Frauen, die ungeplant schwanger und in einer Notlage sind, sich umfassend, schnell und sachlich informieren können. Gerade dort, wo sie sich als erstes verlässliche Hilfe und Informationen erhoffen, nämlich bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt, genau dort finden sie diese Informationen auf schnellem Wege nicht. Denn es ist Ärztinnen nach § 219a verboten, sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich und online zu stellen. Und es ist an der Zeit, dass wir endlich parlamentarisch über diesen veralteten Paragraphen des Strafgesetzbuches debattieren. Wir Grünen haben dazu eine klare Haltung. Wir wollen die Aufhebung von § 219a. Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, so lautet die Überschrift. Dieser Titel ist gewissermaßen irreführend, denn unter Strafe gestellt wird hier deutlich mehr als nur Werbung. 219a stellt auch die öffentliche und sachliche Information unter Strafe. Und das ist absurd. Ich sage sehr deutlich, wir Grüne wollen nicht, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche erlaubt ist. Das ist wohl klar. Aber was wir wollen, ist Rechtsklarheit für Ärztinnen und Ärzte. Denn sie müssen Schwangere sachlich und medizinisch informieren dürfen, ohne dafür vor Gericht zu landen. Das ist der Alltag in Deutschland. Erlauben Sie eine Zwischenfrage, Frau Kollegin? Nein, ich erlaube keine Zwischenfrage. Das ist der Ärztin Christina Hähnel passiert, das haben Sie der Presse entnommen. Und Abtreibungsgegnerinnen gehen gezielt gegen Ärztinnen vor, die online über Schwangerschaftsabbrüche informieren und zeigen diese an. Und für eine Anzeige reicht oft schon aus, wenn das Wort Schwangerschaftsabbruch auf einer Homepage steht. Und die Anzeigen, und das ist der Punkt, steigen seit Jahren stetig. Es ist jetzt an uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, dagegen etwas zu tun, und zwar zügig. Und nochmal zur Klarstellung. Ärztinnen und Ärzte dürfen jetzt schon nicht über Schwangerschaftsabbrüche Werbung machen. Denn das Berufsordnungsrecht der Ärzte untersagt anpreisende Werbung. Das wissen Sie alle. Und es sollte darüber hinaus Sanktionsbedarf, sollte es den geben für Fehlverhalten, dann kann das auch im Ordnungswidrigkeitsrecht geregelt werden. Was wir dafür aber nicht brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Strafgesetzbuch. Darum sage ich, lassen Sie uns jetzt für Klarheit sorgen an dieser Stelle. Eine Aufhebung des § 219a, das sage ich in Richtung Union, berührt den Gesamtkompromiss des § 218 nicht. Das hat auch die Strafrechtsprofessorin Elisa Hofen am Montag in der FDP-Anhörung deutlich ausgeführt. Insofern können Sie da beruhigt sein, liebe Unionskolleginnen. Und sowohl das Schutzkonzept als auch die Beratungsregelung, die bleiben bestehen. Es geht ausschließlich um die Streichung des § 219a aus dem Strafgesetzbuch. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, liebe Kolleginnen und Kollegen, aktuell wird die Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin oft unnötig verkompliziert. 219a verhindert nämlich die Transparenz darüber, in welchen Arztpraxen Abbrüche vorgenommen werden und nach welcher Methode. Es ist sogar für die Beratungsstellen schwer, das wissen wir, an diese Informationen zu kommen. Sie können Frauen nach einer Konfliktberatung oft keine aktuelle Liste mit Adressen von Arztpraxen geben. Und das ist ein echtes Problem. Denn Beratungsstellen wollen und sollen die Frauen verlässlich informieren. Pro Familia fordert unter anderem auch deswegen die Aufhebung von 219a. Und genau darum sollten wir dies im Sinne der Selbstbestimmung von Frauen jetzt tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Frauen diese höchstpersönliche Entscheidung so informiert und so gut wie möglich treffen können. Informationen müssen online zugänglich sein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Lassen Sie uns gemeinsam nach guten Lösungen suchen im Sinne der Informationsfreiheit für Frauen und im Sinne der Rechtssicherheit für Ärztinnen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Beratung. Nächster Redner, Dr. Stefan Harpert für die CDU-CSU-Fraktion.